Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmleift. Disney hat eine Realverfilmung gemacht. The Little Mermaid ist da drin. Ja. Wie mir Delo gefallen hat, ja, das seht ihr an dieser Episode. Tja, ja, Disney außerdem mit seiner nächsten Realverfilmung dabei. Das geht aber nicht direkt auf Disney Plus als Launch, nee, mehr erkennt an der Kino. Das heißt, das ist meistens positiv Zeichen, weil die Sachen, die so direct to Disney Plus sind, waren bis dato Pinocchio und auch einmal Peter Pan. Und Peter Pan habe ich euch für die Leute gespürt, die könnt ihr euch aber am Mir müssen Schwätzen angucken, wo ich nicht nur spezifisch den Film kritisiere, mir insgesamt ein bisschen Disney auch kritisieren. Und das könnt ihr euch hier angucken. Ja, genau da. Und voilà, Melo aus Little Mermaid drin. Für einerlei vielleicht auch bekannt als Ariel die Meerjungfrau, wenn sie dann auf Deutsch will gucken gehen. Ich will mir das Ganze aber auf Englisch gucken. Und der ganze Film hat ja schon ein ziemlich großes Debatt mit dem Thema, dass es Hauptdarstellerin schwarz ist. So, das blenden wir nochmal komplett aus. Weil ob der Kritikpunkt ging ich nicht an, weil der Kritikpunkt ist mir zu blöd, denn das die möchte eine Menge nach keinen Sinn. Denn das ist belanglos, wir schwätzen hier über die Fabelwesen und das ist theoretischerweise scheißegal, zu was für einer Kultur die Person dazugehört, das ist ganz egal. Wenn die Person das gut spielen kann, dann go for it, dann lässt sie es spielen. So, an der Überzeugung sind ich auch hier, weil hier also ganz guten Job gemacht gehen für die Hauptroll daher zu verkörpern. Und das hat das super gemacht und das hat fantastisch geklappt und ich habe das aufgekauft. Und das ist für mich sonst der Rest von den Kritikpunkten, für was die Schauspieler in gewirkt haben, Mengen auch nicht valable. Der Film hat aber für mich ganz viel andere Kritikpunkte. Für das Thema eben mit der Hautfarbe direkt dann fertig zu machen, ich begrüße das ganz viel verschiedene Herkünfte, Kulturen und so weiter und so fort an den Filmen hier Daseinsberecht schon kriegen. Es sind absolute Fan davon. Mehr, also ich kleine Kritikpunkt tun ich, weil unser Hauptdarsteller, den Eric, der Prinz, ist so ziemlich der weißeste Weißen, den es so eigentlich gibt. Also ziemlich westlichen Tipp, kann den nicht nur so sagen. An sein Mom geht aus ziemlich sicher, also ich will nur nicht vorgreifen, aber ziemlich sicher afrikanischer Herkunft. Und ich unglaubwürdig fand, und ich speziell fand, dass also, sie sehen nicht aus, wie wenn sie verwandt werden. So, los ist das mal für die Hinterstellen, weil das ist eh von den Punkten, die dann, Herr Not, überhaupt von der Optik, wo ich auf die Welt schwarz komme vom Film, was der Film strahlt eine nicht Glaubwürdigkeit aus an ganz, ganz, ganz viele Szenen. Das größte Problem, den das verursacht, ist, dass man hier Real-Szenen mit CGI-Szenen mixen. Ich fand es immens schwierig zu beurteilen, ob den CGI an dem Film gut ist, weil man immer eine Konkurrenz zu realen Szenen steht. Und damit fällt natürlich ab, yes, CGI. Und damit wirkt der CGI wahrscheinlich direkt ein guter Krack mehr billig wie ein effektiv ist. An die Stile passen nicht, die wir nehmen. Also das heißt, die real verfilmten Szenen passen nicht mit der überspielten, überdrivenen in der Wasserwelt zusammen. Ich verstehe schon ein bisschen, was du wollte machen, aber es funktioniert für mich Hand nach vier nicht. Der Film hat angefangen und ich hatte ein ganz, ganz, ganz schlechtes Gefühl. Ich hatte ein ganz cringes, unangenehmes Gefühl, weil alles scheint nur Greenscreen oder nur Filmset. Es baut sich für mich kein Gefühl von einer realen Welt ab. Schon allein nehmen die Szenen um Schiff wirken immer wie ein Filmset. Und du musst ja aber so in Disney hört, das ja aber schon ein bisschen mit Tiere Flucht, der Karibik-Film, Pferdesprit, aber ein Gefühl für eine Welt zu erschaffen. Das tun sie heute nicht gekriegt. Du hast dann eben, weil, wie gesagt, es fehlt sich immer entweder nur Greenscreen oder nur Filmset und oder nur beide. Wir kriegen kein Gefühl für die Welt. Und das ist ganz, ganz, ganz schuld, weil wir haben heute eine ziemlich gute Besetzung. Also sie sind alle gut, auch Melissa McCarthy als Ursula besetzt, ist super. Funktioniert für mich ganz, ganz gut. Und auch Tal Bailey hier eben als Ariel funktioniert für mich grandios. Auch für allem am Zusammenspiel mit Jonah Howard King, Mensch, der gute Mann, den der Prinz hier spielt. Weil sie zwei sind für mich der Punkt, den der Film nach Ursatzweise rät. Die Chemie zwischen den zwei funktioniert. Die zwei funktionieren zusammen und die zwei sind glaubwürdig zusammen.
Ich kenne den Film nur zum Beispiel mal an drei Akten abandelen. Wir haben die ganz anfangs in der Wasserszene-Welt, die ich ganz schwierig fand, ganz unangenehm fand zu gucken. Dann haben wir die Szenen an der Oberfläche, die für mich viel besser funktionieren, weil die Chemie zwischen den zwei und der Fokus auf den zwei liegt. Und die das ganz, ganz gut machen, ganz gut retten. Und da hat der Film schon einmal gekriegt, da war schon einmal dran. Da habe ich festgestellt, so, ja, ein bisschen interessiert sind aber schon. Und dann kommen wir auf einen extrem überspitzten, überdrivenen Showdown, sagen wir mal so, den rum alles bricht. Irgendwie besteht für mich der Film aus zwei Filmen, die nicht zusammen funktionieren wollen. Und da kommt, darauf hin komme ich dann mal auf den Punkt zu schwätzen, was Disney für mich gerade, also was für mich nicht erklärbar ist für die Filme, die sie machen. Ich gesehen beim besten Willen nicht den Mehrwert an den Realverfilmungen. Ich gesehen beim besten Willen keinen Mehrwert. Für mich müssten die Filme eine Reinterpretation gehen. Sie müssten neu durchstört gehen. Ich kann nämlich auch nicht die Story kritisieren, weil das ist die nämlich. Wenn ich die Story heute kritisiere, dann kritisiere ich die Story aus dem Zeichentrickfilm. Die will ich nicht kritisieren, weil die fand ich ganz, ganz gut. Du wirst da verstehen scheinen, weil den Zeichentrickfilm ist ja extrem, die sind ja alle gut, ganz gut gealtert. Die kann den sich ja noch alle gut, ganz gut angucken. Ich denke, ich kann das just mutmaßen, weil ich noch kein Leid in der Hand und die so, nee, das ist nicht so. Aber mein Gefühl sieht mir, dass die Zeichentrickfilme für Kanner aber noch immer mehr interessant sind. Weil für allem so Sebastian und Fabio, wie sagen, Fabio heißt am Deutschen und heißt am, ich weiß nicht mehr, wie am Englischen heißt, aber ist egal, die haben für mich am Zeichentrick viel mehr Charakter. Obwohl Synchronsprecher einen guten Job machen, haben sie einfach am Zeichentrick mehr Charakter. Ein simple Fisch dort zu sehen, der schwänzt, und ein simple Krebs dort zu sehen, der schwätzt, verursacht eine mannerstarke Bindung wie so ein überzeichneten Zeichentrick-Charakter, den halt noch ein bisschen wie menschlich durchgestaltet. Du wirst da denken, dass für Kanner ein Zeichentrickfilm wahrscheinlich noch immer mehr interessant wird sehen, wie die Realverfilmungen. Und da freue ich mich, wann kann er vielleicht nicht unbedingt Zielgruppe sein? Da müsste Zielgruppe ja die sein, die die Filme Demos geguckt haben. Also die Loa Wurst sehen und das Loa Nike, weil du gucken aber als Realverfilmung. Aber da funktioniert das für mich nicht, weil sie nicht um den Charme und um das Feingefühl und das Herz, was du dran stehst, rumkommen. Für mich sind die Filme wirken noch immer wie ein ganz, ganz krasse Cash Grab und los eine ganz bittere Beigeschmack. Little Mermaid war nun eben nicht die Vollkatastrophe, wie so manchere schon waren, aber ja, aber auch noch immer nicht der Wahnsinn. Es war halt noch immer nicht mega. Also wenn der große Fan von dem Alan Dale sieht, dann also guck dir vielleicht ein. Ich weiß nicht, ob ich das gefällt. Ich kann nicht so hin. Also ich war ist in rausgegangen für mich war ja, war okay. War okay. Wir wollen doch für ein Kino-Ticket holen. So. Ich verhaspel mich nur heute schon als meine Rage raus, weil es sind nicht wirklich. Weil nur hört man Platz, weil es mir wirklich gefallen. Wie gesagt, wollen doch für ein Kino-Ticket holen und über 2 Stunden am Kino verbringen, für da nur rauszugehen und zu sagen, ja, kauf schon Schlimmeres. Ich fand, das ist immer ein bisschen schuld und das ist immer ein bisschen Verschwendung. Wann der Film gucken, also was in dem Film guckenswert, also auf jeden Fall der ganze mittelste Teil, als ganz schön mal dünn zu gucken, hat für mich ganz gut funktioniert und die Schauspieler retten hier ganz, 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 ganz viel. Sind definitiv den Höhepunkt von dem Ganzen. Voilà. Ich denke, du hast das auch alles gesagt, du hast meine Schneicht mir ab. Und dann erzählt mir gerne, was dir eben von den Realverfilmungen hält. Und wenn dir den Film noch heute gesehen hat, was dir davon hält. Ich will auch heute noch kein Aussehen hören, für was hat aber nicht so schwarz sein. Das interessiert mich nicht, weil ich schon viele Argumente hören, dass es für mich aber keinen Sinn ist. Sind nicht greifbar, das brauche ich heute in den Kommentaren. Den Kommentar könnt ihr spüren, den könnt ihr für ihr schalten. Aber der Rest konstruktiv, für was der Film euch gefallen hat oder nicht, als herzlichst willkommen. Und ja, in dem Sinn ging es noch so und sind wir fertig mit dieser Episode. Und wir sehen uns dann an der nächsten Episode. Allez, ciao!